Ich habe mir gedacht, es wird auch Zeit, dass ich schon langsam beginne, meinen Kram zu bauen, denn ich diesmal habe ich ja vom Faller mir bestellt. Den wollte ich jetzt nicht selber komplett basteln. Das ist dieser Kohlenbunker. Tun wir mal zur Seite, weil der kommt bei mir ganz woanders hin. Dann habe ich nicht Platz dort. Gut, das heißt, wir wollen jetzt beginnen, auch diesen Kran zu bauen. Wir holen da mal die Sachen raus. Wir werden einmal die heruntertrennen da. Also ich sehe, da haben wir mal die Kohle, die brauchen wir da eh nicht. Das Faden weiß ich auch nicht, ob ich nicht einen anderen Faden nehmen werde. Jeden Fall müssen wir dann das Ganze ein bisschen Weathering machen, damit wir dieses Plastik wegkriegen. Also, damit ihr mich versteht, ich baue lieber selber Sachen, weil eben diese Sachen, die man da kauft, eher nach Plastik ausschauen. Es gibt ja dann jetzt schon diese Laser-Cut-Sachen, die sind recht gut, habe ich gesehen. Aber ich möchte, den Kran wollte ich jetzt nicht wirklich selber bauen. Und auch nicht bei Ausdrucken. Zumindest habe ich auch nicht wirklich ein schönes Modell, Vorlage, Datei gefunden. Und naja, deswegen habe ich jetzt diesen vom Faller doch gekauft. Und da werden wir uns den anschauen. Alles runterholen. Passt. Also zuerst sollen wir eben diese hier ankleben. Passt. Wir werden als erstes, wenn wir jetzt einmal diese Überstände da ein bisschen noch mit einem kleinen Schleifer da gerade. Passt da gerade. Das werden wir noch ein bisschen wegschleifen. Das versuchen wir das ein bisschen mal von sauber wegzuschneiden. Also ihr seht, ich bin da sehr pingelig, was das betrifft. Jetzt einmal das da zusammenbauen. Also ich will jetzt euch nicht nerven, indem ich euch alles zeige, sondern ich baue jetzt das einmal zusammen und zeige euch dann so die Zwischenergebnisse. Gut. Bei mir wird das Zusammenbauen ein bisschen länger dauern, weil, wie gesagt, ich will ja diesen Plastik Effekt da wegkriegen. Und jetzt male ich zum Beispiel diesen Teil mit New Necromancer Cloak. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche. Mit dieser Farbe. Gekauft, gell? Keine Werbung. Selbst gekauft. Und ich muss sagen, es verliert wirklich ein bisschen dieses Aussehen von Plastik durch diese Farbe.
muss auch sagen, diese Halterung ist nicht so schlecht, was ich mir da jetzt besorgt habe. Eben, das ist wirklich für Malen gedacht. Diese Krokodilklammern haben auch wirklich ein gutes Plastik oder ein Gummi eigentlich, muss man sagen, drauf. Ja. Und halten das recht gut, muss ich sagen. Man kann ja auch noch mehr solcher Krokodilklammern verwenden, wenn man meint, dass das noch immer zu unstabil ist, aber ich muss sagen, es geht. Ja. Ja, mit, ich weiß nicht, ihr seht vielleicht, ich habe Kopfhörer auf, mit Musik von Phil Collins, Genesis, George Benson und Al Jarreau. Muss ich sagen, ist es eine schöne Arbeit, die man da macht. Gut, ihr seht dann, wenn das alles auch fertig getrocknet ist und zusammen gearbeitet ist, dass der nächsten Schritt zeige ich euch dann wieder. Ich zeige jetzt euch einmal den Unterschied. Ich hoffe, man sieht ihn ein bisschen. Das ist das Bemalene und das ist das Plastik. Und meines Erachtens nach dem Bemalen schaut das ein bisschen, wie soll ich sagen, originaler aus, als wenn das so eben dieses graue Plastik da hat. Also mir gefällt jetzt das mit der Bemalung auf jeden Fall besser. Also, die ersten beiden Teile sind da fertig. Wie ihr schauen könnt, schaut das jetzt wirklich nicht mehr nach Plastik aus. Nämlich schaut es wirklich nach Stahl aus. Und die Reifen da unten bewegen sich. Prinzip diese Räder. Was war wichtig, dass die sich bewegen? Ja, so ist einmal der erste Teil. Ich habe das durch das Streichen und so hat es natürlich ein bisschen länger gedauert, bis ich das fertig hatte. So, die Teile sind fertig gemahlen. Im Original ist das eigentlich grau. Nur für mich hat das keinen Sinn gehabt. Ist logisch, es wird aus dem gleichen Plastikteil gedruckt, deswegen bleibt das grau. Ich habe das jetzt grau angemahlen, wie ihr sehen könnt, und habe es auch ein bisschen Abnutzung gemacht, wo man halt geht und dass das ein bisschen realistischer ausschaut. Was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir sozusagen diese Teile mal dann da drauf kleben und dann kommt der Teil da oben drauf. Das ist jetzt der nächste Schritt, das werden wir jetzt machen. Das heißt, wir müssen da überall einen Tropfen drauf geben. Ich arbeite da mit den 60 Sekunden Kleber. Danke den Andreas von Modellbahn Schiltern. Der hat mir auf die Idee mit diesen 60 Sekunden Kleber gebracht. Und was mich normalerweise ist, wäre, wenn man so einen Kleber verwendet, dass er dann, du verwendest ihn und dann kannst du ihn wieder wegschmeißen, weil er sozusagen verklebt, aber das macht der eben nicht. Der Vorteil, diesen 60 Sekunden Kleber ist, dass er relativ schnell eben klebt. Ups. Und was ich jetzt bei den Kleber auch ist, ja, 60 Sekunden. Diese Sekundenkleber kloppen wir ja immer, ja, wir brauchen eine Sekunde,
Aber wie wir jetzt selber festgestellt haben, es dauert doch ein bisschen länger. Beim 60 Sekunden Kleber ist aber wirklich so, dass nach 60 Sekunden der dann geklebt, wie ich das denke. Gut, zweite an die andere Seite. Gut, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir haben ja die ja auch schon fertig, die gehören da am Rand drauf, habe ich gelesen. Sagt der Zeichner, oder? Na, nicht am Rand, sondern bitte weiter drinnen. Aha, da könnt ihr her. Jetzt schaut das so aus. Was ich da jetzt verändert habe, den einen habe ich nicht da, wo er eigentlich hingehört, getan, sondern ich habe ihn eins nach innen versetzt, weil auf meiner Bahn der Teil dort nicht so breit ist. Also habe ich das nach innen gesetzt, damit das dann auch auf meine Bahn passt. Und das werdet ihr dann eh sehen, wenn ich das an Ort und Stelle dann mache. Das hat jetzt lang genug getrocknet, das haltet auch gut jetzt da. Wobei ich jetzt schon bereits beim weiteren Teilen zum Malen bin. Die gehören jetzt dann da und darauf, die zwei Teile. Und so seht ihr, es geht schon langsam weiter. Ich habe mir da jetzt von meinem Rostlack da ein bisschen was drauf gegeben. Von diesem Puffer mache ich jetzt einmal vorne, also sehen das, nur vorne da mal ein bisschen braun, also rostig. Ja, das soll jetzt trocknen. Und dann, wenn das dann trocken ist, kommt Schwarz drauf drüber. Und dann wird das mit einem Schleifpapier das Schwarz wieder ein bisschen ganz fein heruntergeschliffen, sodass das Rost durchschaut. Da wo eben der das obere der Kran eben immer anstoßt. Dort soll dann auch schon ein bisschen Rost sein. Und weil ich jetzt gerade da beim Rost bin, ich weiß nicht, ob ich das mit dem machen soll. Ich glaube, ich werde das eher. Ich meine, für das war das jetzt gut, aber das andere habe ich eigentlich vor, irgendwie ein wenig anders zu machen. Das wird nämlich nicht so gut ausschauen, glaube ich. Mal schauen. Ja, schaut gar nicht so schlecht aus. So, noch ein kurzes Endvideo. Danke. Jetzt sind schon über 650 Abonnenten, 656 gerade. Es freut mich natürlich, dass ich immer mehr Abonnenten bekomme. Zeigt mir, dass das, was ich mache, euch interessiert, dass ich offensichtlich auch besser geworden bin in meinen Arbeiten. Was ihr jetzt zum Schluss ja gesehen habt, diese Weathering, also das Rost. Vielleicht habt ihr euch gefragt, gerade beim letzten Bild, das war ja auch ein bisschen unebenartig, hat wirklich korrigiert ausgesehen.
Wie ist das gegangen? Ich habe vorher mit einem Kleber ganz wenig Kleber raufgegeben, das trocknen lassen und dann erst eben diesen Rostfarbe darüber. Und dadurch hat es irgendwie, schaut es dann wirklich korrodiert aus, falls ihr euch das auch noch gefragt habt. Es freut mich, dass ihr meine Videos schaut. Wenn ihr noch neu seid, freue ich mich über ein Abo, sonst auch über einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Vergesst vielleicht auch nicht die Glocke, dann bekommt ihr immer mitgeteilt, wenn ein neues Video hochgeladen wurde von mir. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und viel Freude bei meinen Videos, die eben alles rund um Modelleisenbahn eigentlich zeigen.